Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Gaming-PC Das Monty Edition 4080 für 2580 Euro. Wie immer wurde mir das System auch vorgeschlagen von Büniboy in den Videovorschläge-Kanal. Da könnt ihr auch immer selber noch Systeme reinposten, falls ihr mal irgendwie ein Video darüber sehen wollt. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Das ist jetzt nicht sonderlich fake, da ist jetzt nichts, was irgendwie bling bling macht, was nicht bling bling machen sollte. Die Grafikkarte hier, die kann variieren, weil hier einfach nur eine 4080 angegeben wird und kein genauer Hersteller wie Inno 3D oder so. Wir nehmen gleich wieder das günstigste Modell. Starten wir mit dem Gehäuse, das ist das Enderfy ARC 700 ARGB. Ja, das hatten wir in letzter Zeit häufiger, das ist sehr beliebt bei der Community, auch bei den Systemintegratoren, wahrscheinlich kriegen die einen guten Einkaufspreis. Das hat eine Meshfront, die abnehmbar ist, hat auch 4 RGB-Lüfter, 140 mm, das ist soweit ganz okay, ist auf jeden Fall riesig. Und das kostet 122,57 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200. Den könnt ihr auch mit 6000 laufen lassen, macht bitte vorher ein BIOS-Update, da wird die Kompatibilität mit dem RAM auf jeden Fall sichergestellt. Wir hatten bisher keine Probleme bei uns in der Community mit 6000er RAM, der wird hier auch verbaut, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ein Top-Prozessor fürs Gaming, sticht sogar die Intel-Prozessoren aus. Jetzt nicht in der Arbeitsleistung, aber in der Gaming-Performance, weil wir halt diesen 3D V-Cache hier noch drin haben. Natürlich gibt es noch den 7950X3D, der schneidet teilweise aber sogar schlechter ab als der hier, obwohl der mehr Kerne hat. Der passt auf jeden Fall auch gut hier in diesem Preisbereich, mit dem könnt ihr auch streamen und so, also ist überhaupt kein Thema. Und der kostet 379,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia RTX 4080 16 GB. In unserem Fall nehmen wir jetzt die Inno 3D, welche da jetzt genau reinwandert, weiß ich nicht. Die haben immer so zwei, drei Modelle, die sie da reinpacken. Das sind jetzt aber auch nicht die teuersten Karten irgendwie aus der TUF-Serie von Asus oder so. Die nehmen da auch eher die günstigen Modelle. Das ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte für WQAD und 4K-Gaming. Natürlich müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen, gerade wenn man jetzt so in Richtung Cyberpunk guckt oder so, oder die richtig krassen AAA-Titel, da muss man vielleicht mal ein bisschen Texturen runterstellen. Ist auf jeden Fall eine starke Grafikkarte. Und die kostet 1189,99 € bei eBay über Trend IT. Der Arbeitsspeicher ist ein G-Skill Ripshaws S5 32 GB DDR5 6000 MHz CL32. Also erstmal 32 GB sind völlig ausreichend, 6000 MTS ist mega, dass da drin ist, CL32 ist auch okay, natürlich gibt es auch CL30 Speicher und ähnliches, aber das passt in dieser Preisklasse schon. Der bringt jetzt auch keine fancy RGB-Beleuchtung oder so mit, hat man eben auf dem Bild auch gesehen, das ist stinknormaler schwarzer RAM. Der bringt zwar kein AMD Expo mit, aber mit Intel XMP kann man das auch ganz normal aktivieren und der läuft dann auch auf der entsprechenden Geschwindigkeit. Und der kostet 119,11 € bei ComputerUniverse.net. Das Mainboard ist ein ASRock B650EPG Riptide Wi-Fi, also ein vernünftiges Full HTX Board. Der Chipsatz mit B650E reicht auch völlig aus für diesen Prozessor. Das hat auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier haben sie diesen WLAN-Chip drin. Keine Ahnung, warum die das so machen. Normalerweise ist das auf dem Mainboard integriert, aber hier haben sie halt noch diese Extra-Karte, ist aber nicht schlimm, funktioniert genauso gut. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, zweimal USB 3.0, sechsmal USB 2.0, USB Typ C ist auch am Start, HDMI-Anschluss, benutzt ihn bitte nicht, nimm bitte die Grafikkarte für die Bildausgabe und halt WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Das ist jetzt natürlich kein mega ausgestattetes Board, reicht aber in dieser Preisklasse völlig aus. Und das kostet 246,78 € bei ComputerUniverse.net. Die Festplatte ist eine Kingston Fury Renegade 2 TB M.2 PCI Express SSD. Und die ist auch sauschnell. Lesegeschwindigkeit 7300 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 7000 MB die Sekunde. Also erstmal auch 2 Terabyte reicht in dieser Preisklasse. Wenn ihr mehr braucht, konfiguriert es euch einfach rein oder baut es nach, wie auch immer. Die Geschwindigkeit brauchen Gamer normalerweise nicht. Ist aber okay, dass es drin ist. Schön. Und die kostet 124,94 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Enderfy Navis F360 ARGB. Das passt natürlich vom Design her auf jeden Fall zu diesem Gehäuse, ist ja vom gleichen Hersteller. Eine 360er Wasserkühlung hätte nicht reingemusst, aber eine 240er sieht einfach doof aus in so einem großen Case. Das passt soweit schon. Die hatte ich auch selber schon im Test, die war auch einigermaßen leise, ist natürlich eher so ein günstigeres Modell. Es gibt auch deutlich teurere Wasserkühlungen, aber von der Kühlleistung her reicht die völlig aus. Und die kostet 128,99 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein MSI MPG A850G PCI Express 5 850 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 850 Watt ist schon ein bisschen viel für das System, ist aber nett, dass es drin ist, weil dann seid ihr zukunftssicher aufgestellt. Hat auch schon den 12 Volt High Power Anschluss für die neuen Grafikkarten, dann habt ihr nicht diesen blöden Adapterkabelsalat da hängen. Das ist schon völlig okay.
und das kostet 123,32 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Ja, warum es hier Windows 10 sein muss, weiß ich nicht. Windows 11 hätte ich persönlich jetzt besser gefunden, ist halt aktuell, aber müsst ihr auch selber wissen, viele mögen das alte Design von Windows 10 und ihr könnt halt auch kostenfrei upgraden auf Windows 11. Dafür müsst ihr natürlich vorher einen Key kaufen, könnt ihr bei meinem Partner machen oder vielleicht sogar direkt bei Krotos mitbestellen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.435,59 Euro. Und das System kostet 2.580 Euro. Da seid ihr jetzt also bei einem Aufpreis von 145 Euro für Zusammenbau, Garantie und so weiter. Das ist ein guter Deal. Und das ist auch ein gut konfigurierter PC auf jeden Fall. Deswegen zeige ich euch in diesem Video jetzt auch keine Alternative. Der Aufpreis ist völlig gerechtfertigt für das Zusammenbauen und die Konfiguration stimmt halt komplett überein. Da ist echt nichts dran, wo ich irgendwie meckern könnte. Gut, beim RAM hätte man CL30 nehmen können. Ja, wow. Aber der hat CL32, das ist völlig okay. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Vorschläge habt, schickt sie ruhig bei uns im Discord rein. Im Videovorschläge-Kanal und dann gibt es da vielleicht auch noch ein Video drüber. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.